So, dann mal auf ans Sterben. Oder so ähnlich. Gucken, wie weit wir kommen. Unserem kleinen, rotnäsigen Typen hier. Gib uns ein schönes Level. Zonk. Ich mag keine Steine. Dann kann ich absolut... Oh, oh. Noch nicht so wirklich gut umgehen. Peitsch. Also wie sie fliegen, wann sie fliegen, wie weit sie fliegen und so weiter. Sollte ich eigentlich mal testen. Einfach nur einen Run, wo ich durchgehe und mit Steinen schmeiße, um Probleme zu lösen. Bist du ein Skelett? Nein. Plopp. Das hier. Oh, 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 oh. So. Bist du da oben ein Skelett? Erstmal Kiste. Prioritäten und so. Und dort sind zwei Steinfallen direkt nebeneinander. Da ist auch noch ein. Na. Ich wollte eigentlich gar nicht die Leiter runterlaufen. Vielleicht sollte ich doch mal probieren, das ganze Spiel ohne diesen Stick hier zu spielen. Sondern mit den Pfeiltasten. Naja, jetzt ist das wieder ungewohnt. Mist. Oh, und ich höre eine Blondine schreien. Hm, nur wo? Nicht da oben. Stimmt unter uns, oder? Nee. Erstmal Gold sammeln und Kisten und überhaupt. Drei Seile. Ich bin nicht so der Seil-Fan, weil spätestens wenn man die Kletterhandschuhe hat, braucht man das alles nicht mehr. Hm, da ist die Blondine. Interessanter Ort. Ist hier noch irgendwas? Sprawling. Ne, das sind nur die Steinfallen gewesen. Das will ich nicht. Stacheln will ich auch nicht. Und wir sollten uns einen Ticken beeilen. Denn ich habe das Gefühl, der Geist kommt gleich. So. Kurz nur noch das Gold hier. Nur noch ganz kurz. Und ne, hier ist nichts. Okay. So, dann darüber, darüber, darüber. Benutzen wir mal ein Seil. Sprengen hier. Ah nein, das war zu nah dran. Oh, oder auch nicht. Interessant. Ich hätte schwören können, das hätte sie töten müssen, weil es ein Block nach unten war und dann kam sie schon. Und normalerweise war es zwei Blöcke nach unten, zwei nach oben, zwei nach rechts, zwei nach links und ein jeweils schräg. Jedenfalls gefühlt. Aber umso besser. Seile, Cape. Brille. Wofür war die Brille? War es für im Gestein? Ich weiß nicht. Oh. Objekte? Zink, Brille. Eine schöne Brille, mit der du Sachen sehen kannst, die da sonst verborgen bleiben. Hm. 3000 Gold. Na komm. Oh, man kann die Sachen doch im Stein sehen. Ich dachte, das macht man nur mit diesem Hochrüstding. Na ja, komisch. Na gut. Ah, ja. Weg, 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 weg. Ich werde von Fledermäusen belagert. Stirb. Ja, da wäre der Eingang zum Schlangending. Gucken wir mal. Swoosh, können wir dich da runter? Bye, bye, Schlange. Ah, das war gemein. So. Peitsch. Noch mehr Seile, das ist doch albern. Oh, da ist ein Götze. Oh, 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 oh. Ich kann richtig Unsinn machen. Und zwar... Wenn ich den mitnehme... Du bist tot, richtig? Oh, aber alle seine Sachen sind auch weg. Ja, das ist nicht so schön. Ich wollte eigentlich die ganzen Seile und so noch... Oh, oh, oh. So noch mitnehmen. Hm. Okay, du kommst erstmal mit. Dann fällst du runter, um etwaige Fallen auszulösen. Du kommst mit. Du kommst mit. Da hat der Stein aufgehört. Wo ist die Blondine? Oh. Da stehst du ja super. Yeah.
Doppelsprung. Du weg. Swoosh. Sehr schön, du kommst mit. Zing, zing. Ausgelöst. Oh, oh. Du bist kein Skelett? Nein. Du kommst mit. Gehst dahin. Du kommst mit. Gehst dahin. Und jetzt nehmen wir die Picke und räumen hier so richtig schön die Edelsteine aus, wollte ich sagen. Und wo kommst du? Von rechts. Na gut. Schade. Hätte ich nicht ganz so sehr getrödelt, hätten wir richtig gut wegräumen können. Also einfach alle Wände, wo so ein Edelstein ist, mit der Pickhacke einmal bearbeiten. Aber na gut. Später vielleicht. Was haben wir hier? Nix. Ganz viele Vasen. Zing. Das war zu verlockend. Oh, ein Kletterhandschuh. Nein. Das war nicht so schön. Plupp. Oh, 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 stimmt, 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 stimmt. Die sind ja ewig aggro. Das ist nicht so schön. Du warst ein Skelett. Da ist noch einer von denen. Gibt's hier immer noch? Wir haben keine Bomben mehr. Okay, ich hätte das nicht machen sollen unbedingt mit dem... ja, Götzen da. Aber jetzt komme ich hier nicht mehr weg. Dich haben wir schon ausgelöst. Oh, oh, oh. Wieso kommst du da plötzlich hoch? Ich hätte diesen Labensitzer nicht so ärgern dürfen. Ja, Götzen bringen 5000. Und ja, 6. Platz. Wupto mit einem ganz neuen Char. Moment mal. Bestenliste wäre geladen, aber da kommt nichts mehr. Komisch. Na gut, dann spielen wir halt ganz normal. Abenteuer. Zip. Und jetzt können wir auch offiziell rumalbern. Das ist nur so verlockend. Also, das Spiel kann tierisch Spaß machen. Das macht allgemein immer Spaß. Naja, fast immer. Aber gerade wenn man so Sachen macht, wo man weiß, dass man sie eigentlich nicht machen sollte, aber sie sind halt zu verlockend, wie gerade das mit den Götzen. Das kann man ja hier in den Nicht-Tagesaufgaben ganz gut ausleben. Problem ist nur, dann macht man sowas doch auch mal bei den Tagesaufgaben. Und da wollte ich eigentlich richtig schön weit kommen. So. Ein kleiner Mini-Goldbrocken. Das ist böse. So. Ratte. Ratte nehme ich auch mit. Oh. Mit Ratten kann man keine Gegner bewerfen. Also jedenfalls nicht, dass sie Schaden bekommen würden. Noch eine nützliche Information. Ich sehe mich sonst in einer recht dramatischen Situation, wo ein Gegner vor mir ist und ich habe wieder meine Ratte bewaffnet und will ihn töten und dann passiert nichts. Gut, dass ich es jetzt getestet habe. Ich... Blondine? Hör ich hier. Da unten. Okay. Zoing. Ah. Geht ja... Ohoho. Das hätte ins Auge gehen können. So, Bande? Nein. Komm her. Na komm schon, ich will nicht die ganze Zeit hier rummeiern. So. Geht doch. Oh. Das ist nicht so schön. Ah, geht doch. Zonk. Hoch. Aha. Du kommst mit. So.
Kiste ist zwar verlockend, aber irgendwie sind in den Kisten meistens nur Edelsteine drin. Das brauche ich jetzt nicht so dringend. Da sind mir die Bomben lieber. Haben wir da oben noch was? Nö. Okay, raus hier. Knutschi. Okay. Schon mal kein netter Anfang. Oh, Edelsteine. Vergiss, was ich gesagt habe. So. Flup, flup, flup. Und ein Kompass. Und ein Götze. Nee. Oh. Flup. Kaputt. Oh, die haben auch immer ganz gut Edelsteine dabei. Sollte ich mir eigentlich zur Aufgabe machen, die immer mal umzubringen. Weil das mit den Netzen drunter scheint hier ganz gut zu klappen. Und dass man genau in die Netze dann die Bombe reinschmeißt. Ich glaube, da ist was Wichtiges. Toll. Ja, genau. Götze war hier. So, wir haben schon mal einen Weg nach unten. Ich sollte es ein... Oh. Ja, nee. Ich sollte es einfach nochmal lassen. Also ja. Die Logik sagt mir, fass die Götzen nicht an. Der Zwerg in mir sagt, schnapp dir den verdammten Götzen und lauf. So, du. Also eigentlich sollte man das ganze Level durchlaufen, einmal gucken, wo Shopkeeper sind, dann wieder hoch zum Götzen laufen und nee, es dauert viel zu lange alles. Zing, zing. Runter. Also es wird nicht so lange, wenn ich öfters R drücken würde. Also wenn ich mich dran gewöhne, immer schnell zu laufen. Hallo Spinne. Hier komme ich so nicht einmal durch. Warte mal. Ich brauche mindestens zwei Bomben, um zu hier zu kommen. Oder? Nee, warte. Achso, da kommen wir nicht durch. Ja, okay. Dann hätten wir gerne hier eine Bombe. Nein, nicht da. Nein, nicht da. Hier. Ich hoffe mal, in der Kiste da links sind Bomben drin. Seile. Komm. Mist. Okay, ohne R? Ohne R geht's einfacher. Flupp. Kommst mit. Dich drücken wir jetzt nicht gegen den Ausgang. So. 3300 Gold, das ist doch albern. Knutschi. Das Spiel will mich ködern. Nee, dich lasse ich jetzt da. Ich will mal ein bisschen länger spielen. Zumal hier unten schon gleich ein Shopkeeper ist, der wäre nicht so froh darüber. Und da ist gleich noch einer. Und die Typen sind eh komisch, die Eingemauerten. Also nö, du bleibst genau da, wo du bist. So, so. Oh. So. Spitzhacke ist ganz nett, aber erst müssen wir sie hier wegtragen. Ausgang. Oh, da ist eine große Spinne. Aber wir haben nur noch eine Bombe. Die hätte ich auch ganz gerne, falls wir es doch mal schaffen sollten, durch den Dschungel durchzukommen. Wobei das momentan irgendwie nicht so wirklich prall aussieht. Achso, da kommen wir gar nicht durch. Mit zum Dschungel kommen. Irgendwie sind wir jetzt in letzter Zeit recht häufig vor dem Dschungel schon gestorben. Ja, aber na gut. Ich höre Schlangen.
Blub, 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 blub. Große Spinne. Noch eine Götze. Ach komm, es ist ein normales Spiel. Kann man auf die eigentlich raufspringen? Ja, kann man. Zing. So. Wurde es. Oh, au. Wurde schon ausgelöst, wollte ich sagen. So, Sprung. Du kommst mit. So. Dich hole ich doch mal. Ist ja schließlich die Schlangengrube hier gewesen, habe ich ganz vergessen. Kommst du mal mit? Mist, wie kriege ich das Ding da kaputt? Gar nicht, ne? Nee. Ja, yeah, wir holen die schon. So. So. Dann noch die Götze schnell abholen. Gleich kommt auch der Geist. Flunk, flunk. Mitnehmen. So. Dann wieder hoch. Die großen Reservoir. Oh, oh, Spinne. Au. Irgendwo müssen noch Edelsteine sein. Ding, ding. Nö, so wirklich. Oh, da unten. Kommen wir an den. Ja, an den können wir rankommen. Erstmal da weghauen. Und dann hier weghauen. Oh, 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 oh. Jo, Geist kommt, okay. Weg. 29.500. Ist okay. Knutschi. Schon wieder Schlangen. Spuckende Schlangen. 10. Na komm. Oh ja. Ganz viele Edelsteine. Oh, 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 und ganz viele Spinnen. Au. Au. Okay, sie hält viel aus. Dachte, vielleicht ist die Spitzhacke eine Geheimwaffe, die viel Schaden macht oder so, aber. Nee, ja. Wir wollen schnell neu starten.